So, mal gucken, ob wir Performance-Unterschiede oder so sehen oder allgemein weniger Latenz oder sowas oder weniger Downs oder keine Ahnung, ob man irgendwas erkennt. Nochmal, Sektor hat total die Infrastruktur gewechselt wegen immer wiederkehrender Probleme mit dem Anbieter. Bis jetzt kann man natürlich nicht sagen, ob das irgendeinen Effekt hat. Vielleicht merken wir es, vielleicht nicht, wa? Also außer, dass hier die Taser weggenommen wurden, tatsächlich. Das ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich den Chief mal erreiche. Das Sicherheitspersonal vom Department of Justice hatte immer schon einen Taser. Mensch, Ali, hast du offen oder was? Ja, alles gut. Willst du was haben? Ja, mach mir mal einen Döner, Baklava und Ayran, wa? Ja, kein Problem. Herr Nolan, dann war mir eine Ehre. Passen Sie auf sich auf, ne? Meinerseits. Und nochmal herzlich willkommen hier in Liberty City. Ja, schönen Abend. Ich komme auf Sie zurück, der Ayran. Ja. Na, wie läuft das Geschäft? Och, ich war die ganze Zeit ein bisschen krank, du. War die ganze Zeit zu Hause. Ach so, also hast du jetzt eine Weile nicht arbeiten können, oder? Ja, ich war, glaube ich, 3-4 Tage nicht da, 5 Tage. Ah, okay, alles klar. Naja, dann gib mir mal den Kompensationsdöner jetzt. Den Kompensationsdöner, alles klar. Der das Ganze kompensiert. Ah, ja, bin immer gespannt. Was gibt's sonst Neues? Ja, alles gut, wa? Es läuft, das Wetter ist das Wetter und keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle drehen durch, wa? Ziemlich viel verrückter Scheiß los in der Stadt, Schießereien. Letztens sind Leute gestorben. Was? Ja, es ist wohl ein Polizist gestorben. Der wurde jetzt auch am Wochenende beigesetzt. Da will ich gleich nochmal vorbeifahren. Erstmal, ach du Scheiße. Mal hier, weil ich den kannte, war. Und dann wurde noch jemand von den Latinos wohl. Also, das hat es wohl auch erwischt. Das ist ja eine Katastrophe, wa? Na. Ist einfach verrückt. Ist ja krass. Naja. Also was wolltest du nochmal? Einen Döner, einen Eidern und? Einen Baklava. Ein Baklava. Machst du Döner mit Feta? Na klar, ich mache alles rein für dich. Ja, alles. Wie sich gehört. Scharf auch? Ja, mit scharf. Gehen wir hin. Und sonst, wie läuft es bei dir so? Naja, muss, wa? Muss sehen, wo man bleibt. Ja, wo bleibst du denn sonst? Naja, am besten auf der guten Seite. Weißt du? Bist du immer noch ein Guter, sagst du, ja? Natürlich. Solange ich den Döner habe, der die Kraft gibt, die ich brauche für den täglichen Alltag. Also die Stadt hat dich noch nicht eingenommen, sagst du, ja? Naja, da kämpfe ich gegen an, wa? Ja, bin ich mal gespannt. Bin ich auch. So, hier hast du deinen Döner. Ah. Wie das schon riecht. Ein Eidern. Schau mal, Baklava habe ich 2 Stück für dich sogar. Was hast du, was kriegst du? 50, 60 kriege ich. 60, alles klar. Wir machen mal 65. 50, 60, du kannst dich nie entscheiden, also machen wir 65. Oha, ja, danke schön. Gut. Vielen Dank. Ja, dann lass dir mal schmecken, gell? Ja, wir sehen uns, Ali, bis dann. Auf jeden Fall, tschüss. Ah, Sie schon wieder, wa? Ja, schön, guten Abend. Haben Sie erstmal einen Döner schmeckulieren lassen und sind jetzt hier am Rumwarten, wa? Ach, Ali auch, was soll denn das jetzt? Eine wunderschöne. Ja, Ali, das ist gut, dass du hier bist. Ich wollte dem Herrn gerade erklären, was ich gegessen habe, aber ich hab's wieder vergessen. Was hat er gegessen, Lachmacun. Ali? Lahmacun. Lahmacun. Und ein Lahmacun. Schöne türkische Pizza, war? Hast du komplette gegessen oder hast du Zwiebeln? Das muss ich mir aufschreiben. Nein, die Zwiebeln, die hab ich mitgegessen, aber das. Oh, meine Laktase. Oh, meine Tabletten. Moment, ich muss ganz kurz. Gut. Der Herr hat Eidern getrunken, hat Laktoseintoleranz dieses Mal. Ja, dann machen Sie mal schnell, ansonsten wird das hier, wird das hier gleich ein sehr unangenehmer Moment für uns alle drin, aber. Ja, oho, durchaus, ekelhaft. Durchaus. Ja. Nein, das war gut. Ich habe das sowas noch nie gegessen. Ich habe davon noch nie gehört. Das ist aber. Ich find's gut.
Mein Gott, der Körper des Menschen ist wirklich ein Rätsel, wa? Du musst dir das Gegenmittel direkt nach einer Köstlichkeit einverleiben, ansonsten explodiert er. Weißt du, ich sage dir das. Der explodiert sonst einfach. Und die Asiaten, die haben das alle nicht. Weil die hatten keine Kühe in ihrer Region, haben nie Milch getrunken. Ich meine, sie trinken ja eigentlich keine Milch, sie trinken ja eigentlich nur Eiter, wa? Ja, ich frage mich öfter mal, was der erste Mensch gemacht hat, der sich gedacht hat, naja, Milch. Also, da steht die Kuh auf der Weide und, naja, sie wissen, was er dann gemacht hat und nein. Nee, was hat er denn gemacht? Naja, gut, der hat da so einen Fropfen gesehen und der sagt, da würde ich mal drauf rumdrücken, wa? Ja. Und dann hat er gesagt, was ist das denn? Das ist ja bei mir ähnlich. Und dann hat er das gekostet. Ich habe immer noch die Theorie sexuell gestört. Nee, ich denke ja was anderes. Das muss ja über Generationen und Jahrhunderte überliefert gewesen sein, wa? Ja, aber einer muss ja mal angefangen haben. Naja, einer muss sich ja mal gedacht haben, da ziehe ich doch jetzt mal dran oder saug oder die was. Alten Ägypter, was die alten so, Ägypter ja, werden dafür in irgendeiner Form verantwortlich sein. So wie sie für alles verantwortlich sind, die Ägypter. Ja? Meinen Sie die Ägypter? Natürlich, die werden die Kühe, irgendwer muss das herausgefunden sein. Commander! Ja. Sagen Sie mal, was glauben Sie, wer hat als erstes die mal eine Kuh gemolken? In der gesamten Menschheit, wer wird als erstes an diesen Zitzen rumgespielt haben? Und wie kam es zustande? Was glauben Sie? Also gibt es doch keine Kühe, da gibt es auch nur Kamele. Haben die keine Zitzen? Und das weiß ich nicht. Sehen Sie? Nun haben Sie einen Punkt. Kamele haben auch Zitzen. Sag ich doch. Ich hätte jetzt gesagt die Iren, aber ja, naja. Gut. Die Irren? Die mit der Butter, wa? Die mit der Butter, ganz genau. Die sehr Irren. Gut. Die Irren mit der Butter. Ja, absolut. Kann genau sein, wa? Ja. Aber das war doch, der irische Kontinent war doch nicht immer von Iren belegt. Das waren doch vorher auch Ägypter, oder nicht? Ja, das waren dann die Wikinger oder so. Die Wikinger. Und das verzweigt sich hier gerade alles. Aber was waren vor den Wikingern da drauf? Ach du meine Güte. Ziegen oder so. Die Ziegen sind also, die Ziegen haben die Kühe gemolken? Ja. Mit den Hufen? Du meine Güte. Also das ist jetzt schon pervers. Ja, Leute, jetzt mal Klartext. Ich denke eher, dass die Kuh stand dort, die kleine Kühlein, die kam und hat dran gemolken, ja, so gezogen diese an den Mund. Ja. Und dann kam ein Mann vorbei und dachte sich, was macht die da? Das mache ich da auch. Genau. Dann kam ein sehr durstiger Mann mit einer Schüssel voll Fruit Loops und dachte sich, das ist genau das Richtige für mich. Das macht auch wieder Sinn mit Ägypten, das ist warm, die Leute haben Durst. Ja. Super, wir konnten das Rätsel auflösen. Achso, ja, ich bin hier eng angebunden. Hier hat sich ein Kriminalpsychologe gemeldet. Ja, das sollte ich sein. Ah, ja, dann folgen Sie mir und vergessen Sie Ihre Tasche nicht. Nein, auf keinen Fall. Leitstelle, ich wollte nur fragen, sag mal, kannst du mir mal genau sagen, wo der Kingsley am Samstag hingelegt wurde? Beisetzungsmäßig, weißt du das? Der Friedhof in Little Madeira, ich weiß aber nicht, welchen Grabstein. Ah, fuck. Kriegst du das irgendwie raus, weil ich würde da gerne mal vorbeifahren? Gib mir 2 Minuten. Alles klar. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hatte euch eine Lieferung. Eine Lieferung, die kann ich gerne entgegennehmen. Ja, cool. Müssen wir mal kurz rausgehen? Okay. Oder soll ich die dann einfach hier reinbringen? Ich komme kurz mal raus. Wir haben jetzt so eine neue App, wa? Liberty Beats. Jetzt kann man die ganze Musik, die hier im RP gemacht wird, auch noch hören. So, und dann hast du hier so eine Streaming-Plattform. Jungs, wisst ihr genau, welches Grab von Kingsley ist? Ich wollte da mal vorbeifahren. Ja. Das ist das, was war das jetzt? Das ganz ist, links ich, das, ist das. Das südwestlichste Grab in der Ecke. Genau. Das südwestlichste Grab, also ganz genau, links auf dem Blumenstrauß vor. Oh, jetzt mal hier. Oh, ja, ja, natürlich. Oh, wir können den auch mal eben kurz zeigen. Also wenn wir auf den Parkplatz fahren, ganz links, da ist das. Genau. Ist da also irgendwelche Markierung vor oder ist das genau, da liegt aktuell ein Blumenstrauß vor. Ja, okay. Genau. Alles klar. Nee, ja. Gut, dann fahre ich da vorbei. Ja. Alles klar. Alles klar. Wenn ich finde, sagst du einfach Bescheid. Ne? Juhu, super, das wollte ich schon. Dankeschön. Oh. Dann Ali, okay, komm mal mit. So, kommst du mal mit? Ach, moin. Ulf. Na, Marsten? Ja, ich habe gehört, Sie wollen wissen, wo das Grab von Kingsley ist. Deswegen ganz vorne, dachte ich mir,
Ja, ich wusste jetzt nicht, ob sie das schon wissen, deswegen dachte ich, guck mal kurz vorbei. Ja. Und, ja. Ja. Sie waren Sie am Samstag da? Am Samstag? Bei der Beerdigung? Ja, ich war dabei. Ich auch. Ulf, kannten Sie noch Benner eigentlich? Ja, klar, der hat mir mal angeboten, in seiner Wohnung als Mitbewohner mitzuschlafen, glaube ich. Warten Sie. Ja. Ich hab den durch. Dann brauchen Sie nicht anrufen. Ja, ist genau. Was? Auch von uns geschehen. Was? Gestorben. Ja. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was macht ihr da draußen? Nein, das war... Dumme Fehler einfach. War schwierig. Dumme Fehler. Wie ist Benner denn gestorben? Da haben Leute nachts vom PD eine Schlägerei angefangen. Ich war dabei tatsächlich. Und, also ich war nicht bei der Schlägerei dabei. Ich kam dann raus und dann lag Range schon auf dem Boden. Ja, ich auch. Und ein Herr ist dann zur Tankstelle gerannt. Ich wusste nicht, dass es Benner ist. Und also ein Herr und Benner sind dann zur Tankstelle, die haben sich da noch gekloppt und dann hat er den nochmal ordentlich in die Magengrube getreten oder so, als der schon auf dem Boden lag. Naja, der hat noch nachgetreten. Und der ist an seinen inneren Verletzungen, innere Blutung und Schädelhirntrauma gestorben. Alter, ihr wollt mich halt... Ey, ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß, Wolf, ey, nur weil ich gerade nicht im PD bin, heißt das nicht, dass ihr da alle wie die Fliegen wegsterben dürft, ne? Ja, was soll denn der Scheiß? Scheiß Mäntel zu verkaufen. Und kommen sie halt wieder. Ey, ich verkaufe nicht wirklich Mäntel, Mann. Das halt, also... Was machen Sie dann? Wieso können Sie sich nicht verkaufen? Ich bin Sonderermittler des Department of Justice. Ach du Scheiße. Ja. Aber ich bin nur temporär Sonderermittler des Department of Justice. Ich will da jetzt noch nicht meinen Lebensatem verbringen. Ja, Halleluja. Ja, rafft euch doch mal. Was soll denn das? Was soll? Nee, ich sag nur, passt auf euch auf da draußen. Was ist denn das? Ja, ich weiß. Ich, ohne Scheiß. Als ich da im Krankenhaus war und gehört habe, Benner ist weg, ich war perplex. Ich war in Schockstarre. Ich konnte gar nichts mehr machen. Was ist denn das passiert? Das war vorgestern. Zwei Tagen. Scheiße. Ich war mit ihm auf Streife, mit dem Start. Am Freitagabend? Ja, kann gut sein. Ach du Scheiße. Benner war noch nicht mal im Dienst. Fucking irre. Benner konnte sich noch nicht mal wehren, der hatte noch nicht mal seine Dienstwaffen dabei. Ja, der war halt schon außer Dienst. Und wer ist dafür verantwortlich? Also, das hat angefangen mit einem Wagen, der angepisst wurde. Und dann hat der Officer, der Sergeant sich gewehrt. Und dann kam diese eine Olle, hat dann wohl, Also die haben sich wohl alle in die Haare bekommen. Naja, das war so, da hat jemand ein Auto angepisst von uns und dann kam Reigns, hat das ein bisschen versucht aufzulösen. Und ja, dann hat die Dame dem einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben. Welche Dame denn? Welche Gruppe? Das war keine Gruppierung, das waren Einzelpersonen. Irgendwelche Betrunkenen, keine Ahnung, Einzeltäter, die also Freunde irgendwie. Ja, aber da muss man doch eine Zielordnung haben, da kannst du nicht einfach einen Officer umbringen. Die fanden es noch total war wahrscheinlich lustig, auch nicht dass sie Ziel, den zusammengetreten aber... haben, bis sie dann im Krankenhaus bemerkt haben, dass er daran gestorben ist. Ja, wer? Ulf, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen kann. Ja, aber pass auf. Ey, ist ja gut. Verstehe ich ja. Für mich ist das nur wichtig, wa? Der Grund, warum das für mich wichtig ist, ist, weil ich den Kontext immer kennen muss. Pass mal auf, ich erkläre dir mal ganz kurz was. Ne? Meine Aufgabe ist sehr unangenehm, aber sie ist da. Ne? Okay. Ich muss mir gewisse Fragen stellen zu gewissen Abläufen. Es ist wichtig für mich zu wissen, wem ich keine Frage stellen muss, weil wenn ich irgendwelchen, ich mach mal ein Beispiel, wa? Wenn ich irgendwelchen fucking Latinos die Frage stellen würde, ob die von irgendeiner verfickten Polizeieinheit schon mal aufs Maul bekommen haben, während die einen Polizisten umgebracht haben, dann wäre das ziemlich unangenehm und das will ich bitte vermeiden. Das heißt, wenn ich wissen würde, wen ich dann nicht die Frage stelle, damit ich nicht irgendwo stehe und sage, die haben sich übrigens darüber beschwert, während die vor drei Tagen einen Officer totgeschlagen haben, wäre das super. Ja. Nee, es war keine Gruppierung. Es war, sie arbeiten ja eh fürs DOJ. Ja. Oder? Also dementsprechend, gut. Naja, können Sie was sagen. Also es war ein Herr, der geht, glaube ich, auch unter dem Namen bei von Shorty. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Nee, aber keine Gruppe, sondern nur heißt Shorty. Es waren Shorty, einer, der hieß Diamond. Oder das ist ihre Künstlernamen so gesehen. Wir haben doch die Akte im Aktensystem, wa? Ja, ja. Ich weiß auch noch von denen, der nachgetreten hat, den Namen, aber wollen Sie den wissen? Ja. Sean Darnell hieß der. Keine gesagten klingelt bei mir gar nichts. Das sind irgendwelche Leute oder was? Das sind irgendwelche Leute gewesen, die betrunken, wie gesagt, das sind keine irgendwelchen
glaube ich, nicht mal irgendwelche Kriminellen, die sind, glaube ich, der Tuner-Szene oder sowas anhängig. Aber die, also deswegen so. Und der eine hat sich auch noch damit gebrüstet, so, na, da habe ich halt nachgetreten. Boah, mir kam die Kotze hoch. Oh. Und der einer, der den Sergeant ja umgetreten hat, hat er den Officer umgetreten, also den Sergeant Reigns. Wart ihr, ey, ihr wollt mich jetzt hier verarschen? Oder? Das ist das. Nee, ich weiß. Ich verstehe mich nicht falsch, war. Ich bin übel angepisst, Alter. Glauben Sie mir, wie ich angepisst war? Ey. Also. Zwei Officer! Ja, in einer Woche. Also das. Was für ein Clusterfuck einfach. Das ist wirklich, ist einfach zu viel gewesen, die Woche. Einfach. Ja. Oh Mann, ey. Ey, und dann höre mir an diesem fucking Donnerstag noch diese arrogante Scheiße von den scheiß Latino da an. Und dann bemerke ich, dass irgendein anderer Wichser, auch er sagt, ja, der Higgins ist der Nächste. Ey, ich raste aus noch. Haben Sie den Namen? Ja, ich habe schon alles gut. Schon. Naja. Wohl, wollen Sie mal meine Nummer haben, falls Sie irgendwelche Fragen noch haben? Ja, oder so. Ja. Was denn? Das ist ja ein... Jungs... Ja, ich. Das ist echt scheiße, ey. Sag mal an jetzt hier. Benner. 137. Ja. 522. So, ich hab dir angeklickt. Ja, perfekt, danke. So, Jungs, gut, ey, wir müssen. Ja, genau, mach mal weiter, ne? Ganz scheiße, ne? Das ist als temporäre Scheiße gegangen. Ja. Ich bin Streifenpolizist, ne? Also verfickt ja. Nochmal. Passt auf, dass da drauf mit euch nichts passiert, weil ich bin. Ja. Ey. Vielleicht werde ich heute auch noch befördert. Gucken. Hoffentlich aber nicht erschossen auf jeden Fall. Jungs, ja. Ehrlich. Gut. Wie gesagt, das Grab ist da hinten, da ist ein Blumenstrauß auch vor. Naja, ich gehe gleich mal hin. Alles klar, gut. Wir machen es los, ja. Gut. Passen Sie auf sich auf auch. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Muss ich Schuldgefühle... Press F, Dupe, Respekt. F, Chat, F. Für den gefallenen Kingsley. Ich bin einmal mit ihm Streife gefahren. Und er war nicht beschissen. Kannst du mal sehen, wa? Digga, ist das beschissen. Jetzt töten die Polizisten einfach. Mein Gott, Jungs. Alter, was tut ihr da? Ey, das ist halt... Es ist wieder so... Mann. Vielleicht natürlich jetzt eine unangenehme Aneinanderreihung von Ereignissen, ne? Aber das ist halt auch einfach beschissen. Gucken wir mal, ob Antonov heute da ist. Ja, Richter Antonov, wo stecken Sie? Sind Sie verfügbar? Ich bin vorm PD. Ah, Sie sind vorm PD? Ja, komme ich gerade her, wa? Ja, wo sind Sie? Na, ich bin um DOJ. Okay, ich komme zum DOJ. Alles klar, bis gleich. Ciao. Also, ich finde die, ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie diese Liberty Beat Sache benutzt wird, ne? Bis jetzt ist das ja noch, es sieht insane aus. Wunderschön. Ah, Antonov, sorry, ich verliere mich immer in meiner neuen Liberty Beats App und höre da mal so durch, wa? Oh ja, da sind ein paar Schritte dabei. Ja, auf jeden Fall.
Verfestelt ist No-No immer noch. Ich mag den Beat eigentlich von dem sehr gerne. Ich muss den ausmachen. Ich habe, glaube ich, mein linkes Ohr geblutet. Kurz nachdem es angefangen hat. Hat angefangen, aus dem linken Ohr zu bluten. Aber ich wusste jetzt nicht genau, ob das daran liegt, dass ich letztens gestürzt bin oder wegen dem Instrumental. Aber ich habe zur Sicherheit aufgehört. Okay, gut. Sie benötigen etwas. Ja, ich wollte nur mal fragen, wie die aktuelle Situation ist. War. Sie haben ja jetzt zuletzt gesagt, hier Rückhalt. Jetzt ist ja schon wieder ein Copy-Sturm. Ja, es bei ist einer schon Schlägerei. Wieder Eier draufgegangen. Was ist denn da los? Bei einer Schlägerei vom PD, die ist auch gefasst worden. Da wird es nicht Verhandlungen drüber geben. Also, ich weiß ja auch nicht mehr. Wie soll ich denn mit Pietät auf so eine Situation losgehen, wenn alle drei Tage einer vom Officertum stirbt? Das ist doch total beschissen. Du gehst dann auf die Officer zu und willst die Arbeit kontrollieren und dann werden die da umgebracht. Ja, aber sie, ja, wie gesagt, die Tür leben ja noch alle. Ja, super. Das ist aber trotzdem unangenehm. Das ist ja für mich auch eine sehr unangenehme Situation. Weil weiß jetzt, ich war auch bei der Beerdigung. Ich habe gerade das Grab besucht von Kingsley. Dann war ich bei diesem Prozess von den Latin Kings, wo der allen Ernstes halt mal ein paar sehr abgefahrene Sachen rausgehauen hat. So. Und also, was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist hier los? Was soll das? Die Stadt, so blöd es klingt, kann man nicht viel dagegen machen. Polizei ist gefährlich, so blöd es klingt. Man kann versuchen, sich zu schützen, so bestmöglich. Ja. Aber am Schluss weiß man es nie. Am Schluss ist eine Kugel, ist eine Faust, die dich schlecht trifft, ist ein Autounfall. Man kann es nie vorhersagen. Naja, wir können ja mal ins Büro gehen. Ja. Moin übrigens. Bin gleich bei dir, Herr McRoy. Fresse. Trotzdem zum Kotzen. Soll ich Ihnen heute den Hammond besorgen für die Aussage? Hammond. Der Doktor. Dr. Hammond. Ich wollte eigentlich heute die Tür einfach mal befragen. War ich heute mein Ziel, wenn ich die alle mal erreiche. Ja. Aber du kannst mir natürlich Hammond, aber die haben heute Betriebsfest, die will ich jetzt da nicht rausreißen. Was? Das RD hat heute Betriebsfest? Ja, die haben heute die Betriebsfeier. Ich glaube, ein oder zwei Stunden lang. Natürlich mit Notbesetzung, aber... Eine Betriebsfeier? Ja. Ja, warum nicht? Ja, super. Was machen wir hier beim Department of Justice Betriebsfeier? Wenn wir Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld bekommen. Also nie. Alles klar. Nee, wir haben dafür eine andere Teambuilding-Maßnahme. Wir machen bei dem Coca-Rennen damit. Ich wollte gerade sagen, wir arbeiten einfach ganz normal, oder was? Genau. Ja, gut. Okay, alles klar. Also Hammond, bezüglich der DTU-Sache... Das letzte was wir hatten, war die Tatsache, dass die sich halt hart einkacken, aufgrund der Tatsache, dass ich mit dem Lost gesprochen habe. Gehen Sie davon aus, dass ich am Donnerstag, als ich mit dem Lost MC gesprochen habe, die sofort darüber informiert wurden und... Ich weiß, sie wurden informiert, habe ich Ihnen ja gesagt. Naja, darum. Und sie mehr oder weniger sofort versucht wurden einzulullen. Sie haben ja mir gesagt, haben Sie mir gesagt, der Patterson geht Ihnen auf den Sack wegen den Ermittlungsergebnissen, ist immer noch so? Yes. Ja. Für Sie die Information am nächsten und übernächsten Tag sind auf einmal die Tür von allein auf Baker zugekommen und haben sie in alle Fälle eingeweiht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das schon als Erfolg verbuchen soll oder. Ja, sie sind an sich ein Erfolg für das Rechtssystem. Ja, super, toll. Das Ding ist halt nur, dass natürlich damit Spuren verschlüsselt werden, ne? Also immens. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, ich habe jetzt dem Collins wirklich eine Batterie von Anrufen hinterlassen. Ich habe dem geschrieben, der meldet sich nicht bei mir. Entweder ist der weiterhin krank oder Schlimmeres. Ja. Weil das für den zweiten Fall für mich sehr, sehr von entscheidender Wichtigkeit ist. Ich werde jetzt aber noch zwei Dinge versuchen. Ich werde nochmal mit einem anderen DTU-Kollegen sprechen, ehemals DTU. Und dann werde ich nochmal mit dem Stellvertreter von Patterson sprechen und mal gucken, ob der da irgendwas weiß. Wenn das nicht zum versprochenen Erfolg führt oder zu irgendwas anderem, dann ist der Fall Kai Uwe mit den vermissten Ermittlungen im Rahmen des Ablebens, was halt relativ eindeutig war, eindeutig, dass es irgendwie ermittelt werden musste, unabhängig vom Ergebnis, der Aufhängerpunkt. Weil solange ich die nicht erreiche, was soll ich machen? Weil solange ich den Collins nicht erreiche, ich kann ja nicht zaubern. Na, oh gut. Ja.
Ja, ich werde die heute mal zu den Thematiken befragen, wenn es passt von beider Seiten her, das ist noch nicht gewiss. Und dann mal schauen. Ja, mal sehen. Ich verspreche mir jetzt erstmal nichts. Da sind zu viele Sachen schon gemacht worden. Naja, mal gucken. Okay, da wollte ich nur mal auf den aktuellen Stand bringen und dann plane ich Hammond für morgen ein, wenn die heute Betriebsfeier haben. Ja, vielleicht auch später noch, wenn er da ist. Aber ich habe heute mit Hammond schon mal gesprochen. Ich habe bloß in dem Moment gerade nicht dran gedacht, weil andere Thematiken gerade im Vordergrund waren. Hm. Aber an sich, Hammond erwischt man ja oft. Das ist ja, 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 genau, der ist ja kein Problem. Nee. Hammond ist gut erreichbar. Gut. Alles klar, das war's schon. Gut, dann viel Erfolg mir noch weiterhin. Dann flitze ich los. Wissen Sie eigentlich was von dem verschwundenen Taserschrank hier hinten? Stimmt, Chief war gestern da. Ja, ich habe den heute wieder nicht erreicht da. Aber machen Sie nichts raus. Bei uns im Büro gibt es auch keine Taser mehr. Irgendwie ist das alles abhandengekommen. Weil bei uns wurden die Zugangskarten ein bisschen angepasst. Ja, kann ja sein, Mann. Gut, ich wollte nur befragen, ansonsten nerv ich den Chief, wenn er da ist. Oder wenn Sie ihn vor mir sehen. Ach nee, aber meint er noch, ich rufe ihn selber an. Perfekt, viel Erfolg. Ja, geil. Ist das denn die... was ist das denn? Mein Gott. Ich kann nicht mehr. So, alles okay bei Ihnen? Noch dieser Verrückte hat mein Auto kaputt gefahren. Komm her! Ich werde dich umbringen! Komm her! Okay. Kann ich jetzt auch nichts machen, wa? Ah ja, moin. Ach, Chief, ich habe gerade an Sie gedacht. Mr. Wolf. Ach, wirklich? Ja, aber lassen Sie mich kurz noch meine... ich wollte eigentlich fragen, sagen Sie mal, ist Ihnen aufgefallen, dass sämtliche Taser-Schränke abgeschlossen wurden? Ja. Ja, ist aber so. Also, mir ist das am Freitag schon aufgefallen, am Donnerstag schon aufgefallen. Aber wenn Sie mal ins DOJ kommen, dann kommen Sie da nicht mehr ran. Aha. Naja, nur für Sie, ja. Also, damit Sie ja Bescheid wissen. Der Antonov hat es letztens vergessen, wa? Ja. Er hat wahrscheinlich damit zu tun, ich wollte ja die Security eigentlich auflösen. Und wenn der Mr. Crowell da jetzt seine Security-Firma da aufmacht, dann war das ja eigentlich nicht mehr. Aber ich habe noch welche, so. Ich glaube, ich kann ihn da eingeben. Ja, alles klar. Gut, dann komme ich mal zum DOJ. Ja, gut. Gut, bis gleich. Ja, es ist natürlich echt schon ein bisschen beschissen, dass der bei der fucking Schlägerei stirbt. Charaktere, die bei einer Schlägerei sterben, sind eh von der natürlichen Selektion zu lange verschont geblieben. Kappa. Das ist natürlich auch für den Charakter, der das macht, scheiße, ne? Ich bin jetzt übrigens Mörder. Mörder gleich. Nicht mal so Körperverletzung, sondern direkt Mord. Ach du Scheiße. Und dann findet man ein verhältnismäßiges Strafmaß. Direktmord. Und wir standen an einem Tisch mit mehreren Personen. An diesem Tisch stand auch eine Person, die vorab von der Staatsanwaltschaft verurteilt wurde, die ihre Strafe auch bezahlt. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Okay, Herr Buß sagte zu dieser Person, wissen Sie was, mit Straftätern rede ich gar nicht erst. Und beleidigte diese damit. Die Person fühlte sich dadurch sehr angegriffen, dadurch, dass ziemlich viele Personen drumherum standen. War sie denn schon mal straffällig auffällig? Sie war straffällig auffällig, wurde dafür... Dann ist es doch ein Straftäter, wo ist jetzt das Problem? Meine persönliche Meinung ist, dass wir trotzdem, wenn diese Person ihre Strafe bezahlt oder abgesessen hat, dann erstmal als rehabilitiert gilt und man die nicht in der Öffentlichkeit unbedingt beleidigen muss.
Ja gut, aber auch Mr. Booth hat ein Recht, seine eigene Meinung kundzutun, ja? Das werde ich ihm nicht beschränken. Ansonsten gehen Sie damit zu Baker, wenn Sie sich damit unwohl fühlen. Das ist da Ihr Office-Leiter, aber die Prügelei, so von unserer Seite aus her unbedenklich. Ja, im Zuge dessen gab es halt im Nachgang noch eine Prügelei, dadurch, dass die Person sich so stark beleidigt fühlte, dass diese Herrn Booth geschubst hat. Herr Booth, diese Person dann auch geschlagen hat und verletzt hat. Ja, also wegen der Prügelei würde ich jetzt auch per se jetzt erstmal nichts sagen. Mir ging es nur darum, dass meine persönliche Meinung ist, dass man Personen, die ihre Strafe abgesessen haben, in der Öffentlichkeit nicht unbedingt losstellen muss. Okay, man kann über die Art und Weise kann man bestimmt diskutieren, dass Ihnen das nicht gefällt, das steht auf dem einen Blatt, aber ich kann Mr. Booster keine Vorschriften machen, außer dass er natürlich dran denken muss, dass er das Department of Justice vertritt. Allerdings, wenn eine Person straffällig eine Akte bei uns hat und verurteilt wurde, ist sie ein Straftäter und vorbestraft. Und das ist ein Status. Und nur weil, natürlich, hat man dann seine Strafe abgesessen, aber das ändert nichts daran, dass man schon straffällig auffällig war. Das darf man dabei nicht vergessen. Dass man denen das jetzt unbedingt immer zum Nachteil auslegen muss, das bleibt jedem selbst überlassen, ne? Freie Meinungsäußerung. Aber gehen Sie damit zu Baker und reden Sie auch mit Booth, ne? Wenn Sie das stört. Ja, ja, mit Herrn Booth habe ich schon gesprochen. Wie gesagt, ich hatte es mit Herrn Antonov besprochen, nur dass Sie schon mal Bescheid wissen, falls da noch was kommt. Ja. Dass Sie um der Situation Bescheid wissen. Ja, gut. Vielen Dank. Oh, Mr. Wolf, Ihren Taser habe ich hier in der Tasche. Naja, perfekt. Schieben Sie mal rüber, wa? Einfach über die Theke wie ein helles. Ja. Ah. Ich hatte gerade einen Döner komplett warm. Und, war lecker? Naja, war der beste Döner überhaupt. Scharf oder ohne Scharf? Naja, mit Scharf. Sehr gut. Was ist denn sein Döner ohne Scharf? Pearson, bitte sagen Sie, Sie essen den nicht ohne Schaf. Bitte? Sie essen den Döner schon komplett. Döner? Ja. Hatte ich noch nicht gegessen. Sie haben noch nie einen Döner gegessen? Nein. Wie, Sie haben noch nie einen Döner gegessen? Ich habe noch nie einen Döner gegessen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll, wa? Naja, Döner 69, sage ich Ihnen. Mit Schaf, komplett, Feta, alles rein, wa? Dazu ein Ayran und ein Baklava hinten dran. Ich sag's Ihnen, es wird Ihr Leben verändern. Okay. Ja, probiere ich mal aus. Naja, machen Sie es mal. Ja, das ist. Ich bin ein bisschen auch schockiert gerade. Oh, naja, darüber, dass ich noch keinen Döner gegessen habe. Ja, ich bin tatsächlich. Haben Sie schon mal Kaviar gegessen? Was? Meinen Sie diese Fischeier? Ja. Nee. Wieso? Kaviar ist was Gutes. Sehen Sie? Ich habe schon mal Kaviar gegessen. Sie haben schon mal Döner gegessen. Ja, aber ich kann Kaviar mir nicht leisten. Kaviar kostet mehr, als ich am Tag verdiene. Ja, das mag wohl sein, aber... Ja, wie soll ich das denn essen? Das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Ja, sehen Sie, und ein Döner, der ist mir zu günstig. Dann... Holen Sie, wie der ist Ihnen zu günstig, dann sage ich dem Ali Bescheid, dann kostet er das nächste Mal $150. Ist dann auch Blattgold mit drauf? Nee, der kostet einfach so $150, damit Ihnen das nicht zu günstig ist. Naja, aber es geht ja auch ein bisschen um die Exklusivität. Naja, das ist exklusiv lecker. Leckerer Geschmack ist doch auch was Exklusives, wa? Das stimmt wohl, ja. Aber vielleicht macht er auch einen Döner mit Kaviar. Um zu wissen, ob der wirklich Döner so lecker mit Kaviar, ist. Bläh. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber da hätten wir die Exklusivität. Nee. Das wäre dann Döner, Surf and Turf, sowas in der Richtung. Ne? Nee. Komm. Oh nee. Boah, jetzt machen Sie doch sowas Schönes, sowas Perfektes nicht kaputt, wa? Muss doch nicht sein. Das ist so gut. Es ist in sich komplett. Kennen Sie Dinge, die einfach rund sind zusammen? Ja? So wie Milchreis und Apfelmus. Das funktioniert einfach. Mit ein bisschen Zimt drüber. Da muss man nicht dran rumdoktoren. Ja, also Milchreis mit Apfelmus und Zimt ist natürlich schon sehr gut. Naja, darum sage ich ja. Oder eine Bogger und Senf. Das ist einfach, das funktioniert. Was ist denn eine Bogger? Naja, eine... Ich stehe schon wieder so kurz vor der Königin. Nee. Zieht sich bei Ihnen durch, ja?
Ja, irgendwie bleibt es hängen. eine Bockwurst. Ach, eine Bockwurst. Eine Bogger. Bockwurst und sagen sie nicht Bogger. Nein, ich sag Bogger. Ich dachte, sie haben das Bier gemeint, Loggerbier. Nein, ich meine Bogger, nicht Logger. Das Bier ist, da können sie dazu machen, aber eine Bogger und ein Senf. Schöner Mostrich drauf. Aber der Schafe bitte, oder? Naja, mittelscharf kann es sein. Alles über mittelscharf ist okay. Mild ist nicht erlaubt. Warum denn überhaupt Senf? Dann kann ich mir auch Zucker auf die Bockwurst machen. Na? Macht keinen Sinn. Ich habe mal gehört, es gibt Leute, die essen auch süßen Senf. Ja, das ist aber, dann kommen wir in der, das ist dann für das die Ausländer. Das ist ja lecker zu den richtigen Sachen. Das ist dann aber für ein anderes Land, ne? Andere Länder, andere Sitten. Und da isst man so einer Weißwurst halt süßen Senf. Haben Sie das mal probiert? Ja, ist köstlich. Echt? Aber also mit einer Brezel. Ich habe das auch mal probiert, der Tag war für mich gelaufen. Was? Schön so eine Weißwurst auslutschen? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nicht meins, überhaupt nicht. Mm-mm. Mit süßem Senf und einer salzigen Brezel? Nee, absolut gar nicht. Das hatte ich mal auf dem Oktoberfest. Ja, genau. Das ist ja, also wir hatten so traditionelle. Die sind komplett bescheuert, diese Deutschen. Das ist super. Ich weiß auch nicht, wie die da, die nennen das auch so Zutzeln, ne? Die zutzeln das. Zutzeln? Ist ja, ja ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Die da dranhängen, als wäre das so ein Wassereis? Ja, ja, genau. Die lutschen aus der Wurst die Wurst raus. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Tier gestorben, wurde in den eigenen Darm gepresst und dann kommt da so irgendein Lederhose tragender Oktoberfest-Säufling, wa? Sitzt sich an die Wurst dran und zutzelt da die Innereien raus. Das muss ich mal vorstellen, wa? Also wirklich, die Menschheit ist einfach an der, live gesehen. Ja, an der, wir sind einfach als Menschheit angekommen an der Evolutionsstufe. Das kann uns keiner nachmachen. Mein Gott. Absolut richtig. Haben Sie sich mal gefragt, was passiert, wenn irgendein außerirdisches Objekt irgendwann mal zu uns kommt und die gesamte inhaltliche Kultur aufsaugt, die so ein bisschen über die Menschheit verstandschaltet wurde? Dann wird er vor allem auch so Sachen, die wir als selbstverständlich wahrnehmen. Genau, die, dann wird er zwei. Von außen wirken. Ja, ja. Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Der wird zwei Dinge finden. Der wird bayerische Lederhose tragende Zutzelmenschen finden und fragt sich, was mit denen nicht in Ordnung ist. Und der wird was ganz Katastrophales finden: Furries. Was? Furries. Schon mal von der abgefahrenen Scheiße gehört? Chief? Nee. Furries. Ja, das, wie erkläre ich Ihnen das am besten? Puh, boah. Stellen Sie vor, Sie kommen mit der Realität nicht mehr klar. Weißt du, Sie sitzen hier im Büro und kommen nicht mehr klar mit Ihrer beschissenen Realität. Ganz normaler Arbeitstag. Ganz, ja. Ja, das haben Sie gesagt, nicht ich, war. Aber Sie kommen nicht mehr klar. Und weil Sie sich in Ihrem eigenen, weil Sie sich in Ihrem eigenen Leben nicht mehr wohlfühlen, machen Sie sich so ein Profil on the line. Machen Sie sich so ein Profil. Und dann geben sie sich eigentlich, dann verkleiden sie sich so als Phantasiawesen, aber als ganz bestimmtes Phantasiawesen und identifizieren sich mit diesem Wesen sexuell und treffen andere Wesen, andere Menschen, die ist mit ihrem Scheiß leben. Ist das dann so wie an Halloween, wenn man da sexy das ganze Jahr Scheiß Halloween. Das ganze Jahr? Das ganze Jahr, Chief. Ja. Das ganze Jahr ist Halloween. Und dann machen die so Bilder und gehen auf Conventions und so Treffen. Und dann geben die sich halt einfach, dann denken die halt, die sind, eigentlich sind die Wölfe mit zwei Schwänzen oder so ein Scheiß. So vollkommen hängen geblieben im Phantasialand, wa? Aber hat der entscheidende Vorteil, wenn die Außerirdischen kommen, die gehen sofort wieder? Ich glaube nicht, dass die gehen. Die werden sich nur zu entscheiden, bevor sie diplomatischen Kontakt mit uns aufsuchen, dass sie uns auslöschen. Die werden uns auslöschen. Da wird keine Frage gestellt. Das wird das gesamte Wissen der Menschheit wird aufgesaugt und dann werden die kulturellen Unterschiede beurteilt und dann werden die einfach sagen, drücken die auf den roten Knopf und so ein Orbitallaser löscht uns aus. Ha? Also nachdem sie, was sie mir jetzt erklärt haben, was Furries sind, kann ich denen das nicht mal übel nehmen. Hm. Sag ich ganz ehrlich, die Leute sind krank, wenn die mit ihrer scheiß Realität nicht mehr klarkommen. Wa? Irre. Ach, haben Sie hier schon die neue Plattform gehört? Hier Liberty Beats? Okay. Ne, machen Sie mal. Machen Sie mal Ihr Tablet auf. Und laden Sie das mal im App Store runter. Liberty Beats. Ja, ja, laden Sie mal runter. Das ist so eine neue Streaming-Seite. Da können Sie Musik hören von lokalen Künstlern hier. Ne? Da müssen Sie sich dann anmelden mit Ihrem Hauptaccount und dann wählen Sie da Ihr Profil aus. Ah, genau. $600 für 14 Tage. Genau, für $600 und dann können Sie alle Künstler lokal hören. Ich empfehle Ihnen die Palettis. War?
Palettis und da ist so ein V-Fragezeichen. Wie Fragezeichen, glaube ich, heißt das. Schöner Song. Haben sie so einen Player unten und so? Palettenjörg oder was ist das? Ja, Palettenjörg. Ich glaube, das ist der, wa? Bin mir aber nicht sicher. Ah, wie Fragezeichen. Genau. Schönes, entspanntes Instrumental, dumpfe Stimme drüber. Man könnte sie unten so lauter und leiser machen. Ah, ja, sehr gut. Und das gibt's für alles Mögliche, wa? Ja, ja. Naja, kann man hören, ne? Kann man auch darüber auf... Was? Gibt's da jetzt nur hier dieses Sprechgesang-mäßige, oder? Naja, bis jetzt schon, wa? Also ich habe noch nichts anderes gehört. Aber auch viel von diesem Autotun. Das kann ich mir ja nicht anhören, ne? Also das macht ja die Musik einfach auch kaputt. Nee, verstehe ich. Ich habe auch noch kein Country gefunden. Das wäre mal was Schönes, ja. Ja, so ein bisschen. Das höre ich gerne beim Autofahren. Ja. Würde ich auch gut finden. Naja. Ah, wie sieht es denn überhaupt mit Ihren Ermittlungen da aus? Naja, sieht gut aus, ne? Das Problem ist, ich bin jetzt so ein bisschen an einem Punkt, an dem ich meine Arbeit so gut gemacht habe, dass ich auf nächste Reaktion warte. Okay. Ich bin jetzt sozusagen an dem Punkt, an dem ich nur auf Reaktion warte, dass ich erstmal nur warte. Stehe ich hier und erkläre Ihnen. Sind Sie denn schon an dem Punkt, wo Sie konfrontieren können, oder? Nö, das entscheidet ja der Richter. Ja, sind Sie bei der Befragung der DT oder nicht dabei, oder? Anscheinend haben die darum gebeten, dass ich das bitte nicht machen wollte, wa? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Aber ich versuche ja hier nur meine Sache zu machen, wa? Na? Also was haben wir denn jetzt, was denen bisher vorgeworfen wird? Wir haben diese Morddrohung, die Sie ja auch angezeigt haben. Kann ich nicht weiter verfolgen, weil der Bedrohte aktuell im Krankenstand ist oder schon schlimmer. Aber Mr. Collins. Genau. Dann haben wir die Sache mit dem Uwe. Kai-Uwe Eckhoff, genau, dass da wohl die Tötung vertuscht wurde, ne? So war das. Naja, vertuscht nicht, also zumindest nicht hinterhergegriffen. Ziemlich also keine... Keine Ermittlung. Keine Ermittlung? Keine Ermittlung. Das okay. Problem bei der ganzen Sache ist, war, dass da jetzt halt... angefangen wird zu arbeiten. Und mit jedem weiteren verstrichenen, mit jeder verstrichenen Stunde wird halt vertuscht. Oder ich würde nicht sagen vertuscht, aber aufgearbeitet. Verstehen Sie, was ich meine? Um die richtigen Antworten am richtigen Zeitpunkt zu geben. Ja, dann fände ich es aber schon gut, wenn Mr. Antonov dann da jetzt zügig das Gespräch mit denen suchen würde. Naja. Ich kann das verstehen. Ist ja gut, dass Sie da jetzt anfangen. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Da kann ich Ihnen sagen, da sind die Zeugen vorgeladen worden, da haben wir Gespräche geführt, da sind relativ sehr viele unabhängige Parteien involviert, die einfach alle das Gleiche sagen, das ist schon jetzt gut. Ich habe sogar schon mit dem Losti gesprochen. Mit diesem Lost-MC? Naja. Und da habe ich, die haben gesagt, ja, die haben das halt denen erzählt und das war's. Und da ist nichts passiert. Ja. Okay. Schwierig. Und was haben die denen erzählt? Na, die haben dem halt gesagt, dass der vom Tintenmeer angegriffen wurde. Mit dem Hammer auf dem Hinterkopf. Ja. Und das haben die dann halt weitergegeben. Und der dazugehörige Beamte hat halt Antonov auch schon eine Aussage gemacht. Mhm. Hammond hat mir halt schon mehrmals die Aussage gegeben, die er auch Antonov geben wird, nämlich, dass da niemand jemals wieder hinterhergefasst hat. Ja. Und das war's. Ja, Antonov, wann sprechen Sie jetzt mit... Gestern angedacht, waren die komplett nicht da und wäre erst ziemlich ausgefallen. Ich muss mich heute noch mit denen in Verbindung setzen. Okay, und die wollten Wolf jetzt nicht dabei haben? Nein, da haben sie, und jetzt habe ich ihnen jetzt diesmal zugesprochen, dass ich mit denen spreche, weil am Schluss müsst ihr von mir die Aussage nochmal wiederholen und dann werde ich entscheiden. Warum machen sie das nicht zusammen? Ich meine, das ist ja eigentlich immer ganz gut, wenn man da noch jemanden hat, der Nachfragen stellen kann. Ich glaube, dass das dem Gespräch nicht zugute tun würde, wenn der Wolf da ist. Ich glaube, das ist dann sehr aufpreisend. Die wollen halt anbringen, dass ich befangen bin. Und darum sagen die jetzt gleich, ich kann da nichts machen, weil ich bin ja befangen.
Weil ich habe ja sicherlich da mal was gemacht oder so. Aber das ist halt Schwachsinn. Befragen das, mal, also das kann ich halt auch nicht unterstützen, weil wenn die Zeuge einer Straftat werden, dann können die ja auch ermitteln. Nein, also aber die, also Befangenheit ist ja auch im Gesetz an sich nicht verankert. Es geht nur darum, dass dieses Gespräch zielführend sein soll und nicht, dass sozusagen die beiden Parteien sich jetzt da angreifen, sage ich jetzt mal. Ja, aber vielleicht können sie die ja so ein bisschen aus der Ruhe bringen. Ja, ich werde da Wolf schon nochmal mit einbinden, aber ich werde erstmal das Gespräch alleine starten. Ja, ich bin halt der felsenfesten Überzeugung, nochmal, je länger das dauert, desto weniger wird am Ende hängen bleiben. Und nee, wie gesagt, ich versuche den Termin zu kriegen, es hat halt jetzt zweimal nicht geklappt. Das passiert halt auch nochmal. Na, ich weiß. Das ist halt scheiße. Ja, haben wir denn sonst noch irgendwas, worum sich Mr. Wolf kümmern könnte? Aktuell. Baker vielleicht, aber ich habe am Tisch nichts. Ich habe schon Baker, hat mir noch einiges gegeben bezüglich dieser Sache. Da steht im Raum, soll ich Ihnen den Wortlaut sagen? Ja. Eine Partei hat mich darüber informiert, was wäre, wenn sie mir berichten würden, also sehr viele hypothetische Aussagen, dass sie entführt wurden auf einen Schrottplatz und zur Strafe für unkooperatives Halten oder freche Kommentare 2 bis 3 Mal getasert. Fand ich spannend. Ja. Aber solange da nichts Nagelfestes ist, ist das auch wieder nur das. Ja, klar. Hypothesen. Ja. Und eventuell ist das passiert und so. Ja, wir müssen eh noch mal schauen, inwiefern da jetzt auch Leute versuchen, die das da mitzukriegen, denen vielleicht auch einfach die genau, das ist ganz da, passt. Genau, da bin ich aber auch dahinter. Also da kann ich Ihnen sagen, da stehe ich wie ein Fels, weil ich auch schon, darum interessiert mich ja auch die Situation mit den Latin Kings, weil ich jetzt nicht zu denen hingehen werde und denen sagen werde, was habt ihr gegen die DTU vorzubringen, nachdem die einen Officer getötet haben. Ja. Das ist halt Schwachsinn. Das entkräftet ja nur alles, weil richtig. So will man ja auch nicht auftreten. Wie gesagt, ich habe sie nur in diese Ermittlung zurzeit gebraucht und habe jetzt auch in der Hinsicht nichts mehr auf dem Tisch. Nö, alles gut. Oh. Ja, hätte ja sein können, dass wir hier irgendwie noch was anderes rumliegen haben, was wir erstmal dann bearbeiten können. Nee, ich nicht. Da bin ich raus, da habe ich nichts mehr. Ah, Gott sei Dank, wa? Muss man sagen. Gott sei Dank. Ist der denn in Ordnung, der Taser, den ich ihm gegeben habe? Oh, Wahnsinn. Ja, funktioniert. Ah, super. Perfekto. Ich danke Ihnen. Ja, nicht dafür. Haben Sie bei den Taser-Schrank umziehen lassen? Was? Den Taser-Schrank umziehen lassen, sozusagen? Nee. Ich glaube, Zugangsberechtigungen sind dann ein Problem. Ich glaube, der wird einfach, weil ich ja die Security-Abteilung aufgelöst habe und Mr. Crowe dann jetzt weg ist, dass die das dann einfach auch eingezogen haben, weil wir dafür dann ja keine Verwendung mehr haben. Und ich habe aber noch welche oben bei mir im Schrank liegen, deswegen. Ah, perfekt. Anja, Abo-Fall. Was aber ist denn mit dem Herrn? Ich weiß den Namen immer von der Verwaltung. Selma, genau. Was ist denn mit. Ich wollte ihm eigentlich. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, eine E-Mail zu schreiben. Ich wollte ihn einfach mal wegen den Spesen von der Tankrechnung fragen. Ist der heute da? Nee. Also eigentlich ist der abends meistens da. Das ist heute frei, glaube ich. Ja, der ist heute frei. Sonst sagen sie mir, was sie kriegen. Dann zahle ich ihnen das aus. Na, $150. Entschuldigung, haben Sie gerade gelacht? Haben Sie mir gerade ausgelacht? Sparsam, sehr gut. Naja, die können mich doch nicht auslachen. Ja, dann kriegen sie noch eine Woche rum, ne? haben sie jetzt $300 zugesteckt? Dann kriegen sie noch 2 Wochen rum. Ach so. Ich versuche noch. Chief, ich bin ehemaliger Polizeibeamter. Ich werde doch jetzt hier nicht zu Ihnen kommen und sagen, ja, ich habe $2000 vertankt. Wie schafft das denn König ständig hier so viel zu vertanken? Ja, das verstehe ich. Ne? Fahren wir nie da. Okay, ist. Mr. Wolf, ich habe was für Sie. Veruntreuung. Wir überprüfen jetzt mal die Auslagen von Richter Antonov und Richter König. Ich habe schon so lange keine Auslagen mehr gemacht. Wenn ich jetzt hier gleich eine Excel-Tabelle durchgucken muss, wa? Mahlzeit. Dann muss ich mich krank melden, dann kriege ich Durchfall direkt. Moin. Dann sprechen Sie am besten mit Selma, der liebt sowas. Also, aber ich bin jetzt die ganze Zeit rumgefahren, wa? Ich habe $150, $200 vertankt, sowas.
Ja, so ein Tank reicht auch einige Zeit. Naja. Wenn ich, wenn sie mir sagen, ey, ich hab, ich kann auch noch Hotelkosten und so ablegen, ich könnte meine Miete bezahlen, ich leb noch in meinem Auto. Sie leben in Ihrem Auto? Ja. Naja, haben Sie mal überlegt, was ich an Gehalt bekomme? Wie viel? Sie kriegen kein schlechtes Gehalt, also wirklich. Was? Ich verdiene? Warten Sie kurz. Ich weiß ja auch nicht, was ich verdiene. Verdienen $600 die Stunde. Ja, sehen Sie? Was kostet Ihnen so ein Zimmer täglich? 70? 100? Ich weiß es nicht. Irgendwas in so... $90. Was, da müssen so ein paar... Was haben Sie denn jetzt $90? Dann was haben Sie denn jetzt $90 einfach so gesagt? Ich weiß. Ein Hotelzimmer kostet $90. Aber in welchem Hotel? Im Majestic. Im Majestic kostet $90? Ja, und die größere Wohnung $125. Ist ja locker drin. Na ja, gut. Vielleicht bin ich dann heute bald nicht mehr obdachlos. Er hat hiermit so $150 von mir bekommen und schon nur einen Tag bezahlt. Wow, Sie sind aber großzügig. Ja, immer, gerne. Das war ein sarkastischer Unterton, Richter Antonov. Ja, bei mir sarkastischer auch. Unterton. Gentlemen, wie kann man Ihnen helfen? Ja, hallo. Wollte mal fragen, ob eine öffentliche Verhandlung heute ist. Nein. Nee. Heute keine sein. Haben wir da nicht irgendwie so eine, wir haben noch on doj.gov oder so haben wir doch, oder? Ja, also genau. Geht einfach auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem Handy, haben Sie ja die, können Sie eine Gesetz-App installieren. Ah. Da kommen Sie dann direkt auf die Webseite und da werden auch immer die Verhandlungen angekündigt. Ach super, perfekt, vielen Dank. Ja, dann macht's gut, ja. Jo, ciao. Ja, tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ach, was ich noch wissen wollte, was hat es eigentlich in diesem Zivilprozess gegen Price gegeben? Er hat recht, die Ankläger hat recht bekommen und glaube $12.000 zugesprochen. Anwaltskosten, Reparaturkosten und Schmerzensgeld. Oh Scheiße, er musste zahlen? Klingt nach Unfall. Ja. Klingt nach Unfall. War der nicht auf der Einsatzfahrt? Ja. Der musste zahlen, obwohl er auf einer Einsatzfahrt war? Ja, naja, okay. Also seine Verteidigung war ja auch dementsprechend lustig. Er hat sich keinen Anwalt genommen. Und ja, also... Es wurde argumentiert, dass er zu schnell war und im Gegenverkehr gefahren ist, wie ich mich erinnere. Aber er hatte doch Blaulicht und Sirene an, oder nicht? Ja, glaub schon. Sie brauchen ein paar neue Richter, wa? Was heißt hier ein paar neue, Herr Wolf? Was denn? Ich versuche doch hier nur meine Option aus. Was verdienen Sie eigentlich, Richter Antonov? Die Stunde. Mehr als Sie. Deutlich mehr als Sie. Ja, und jetzt bitte nochmal gönnerhaft auf mich herunterblicken. Herr Wolf, ich habe lange Zeit genauso viel verdient, wie Sie jetzt verdient haben in meinem Amt. Ja, vielleicht soll ich das mal wieder so anpassen. Was soll denn das jetzt heißen? Also ich möchte mich ganz kurz... Schönen Abend noch, die Herren. Ciao. Angenehm. Gleichfalls. Ich möchte mich ganz kurz von diesem persönlichen Angriff distanzieren. Diese Gehaltsverhandlung wird nicht vor mir ausgeübt. Aber apropos Gehaltsverhandlungen. Wie viel verdient ein Richter? Ich habe keine Ahnung. Kommen Sie. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Verdienen, glaube ich, $50 weniger als Sie, Chief. Was verdienen Sie? Ich habe keine Ahnung, was ich verdiene. Wenn ich es richtig hochgerechnet habe. Was ist denn? Aha. Jetzt, Sie haben absolut keine Ahnung, was ich verdiene, Mr. Was Antonov. Verdienen Sie denn, Chief? Hab ich mich... Das ist Verschlusssache. Top Secret. Ich weiß, was Zellmann und so verdienen. Ich hab's also dementsprechend proportional. Warum wissen Sie, was Zellmann und so verdienen? Das ist schon wieder eine Frechheit. Weil ich rechnen kann. Alles Gute, mein Jutster. Nee, Sie können nicht rechnen. Ich war doch gerade bei meinem Bankautomaten. Wir spielen doch hier gerade mit offenen Karten. Ich habe doch gesagt, jetzt hier 600 die Stunde, das ist meine Karte. Ja gut, aber ich weiß ja, was Sie verdienen. Ich weiß ja auch, was Mr. Antonov verdient. Ja. Aber warten Sie, wenn ich nicht weiß, was Sie verdienen, Sie aber $50 weniger verdienen als Richter Antonov und Sie wissen, was Richter Antonov... Nicht. Also das ist ja Schlusssache. Ich rede da nicht mehr. Sie haben sich gerade verplappert und jetzt möchte ich... Sehen Sie, das ist gute Detective-Arbeit. Und jetzt was verdienen Sie nochmal, Antonov? Ja. Ha! Habe ich mich verrechnet? Kein Kommentar. Was ist weder bestätigt noch. Okay, noch, ich habe mich nicht verrechnet. Was haben Sie? Was jetzt? Wir sprechen jetzt hier mit offenen Karten. Ja, nix gibt's. Also er verdient. Chief. Ah. $210. Oh wow.
Und sie verdient 260 hochgerechnet, weil... Kommen Sie, 210 Dollar? Senior Charge ist 230. Dann nächste 20... Also 840 Dollar die Stunde. Nee, 270 verdienen sie. Jetzt habe ich es. 840 die Stunde nur? Was heißt denn nur? Naja, ich dachte, es ist so viel mehr als ich. Nee. Sie haben ein gutes Gehalt. Ich habe wirklich ein gutes Gehalt. Sie haben auch wirklich ein gutes Gehalt. Ich habe wirklich ein gutes Gehalt, da finde ich auch. Obwohl, ich verdiene also mehr als ich. Ich glaube, ich verdiene mehr als Sie, wa? Was verdienen Sie die Stunde? Nee, er verdient mehr. Er sollte mehr verdienen. Ja. Warten Sie doch mal. 760. Scheiße. Ja. Ich habe hier wirklich die Karte mit den geringsten Werten. Nee, Anwälte verdienen weniger. Ja. Noch weniger? Ja. Ja, die kriegen nur eine Grundsicherung von uns. Die müssen ihre Mandanten abkassieren, ne? Ach, stimmt, die müssen ja über privat, wa? Ja. Aber wenn die eine Rechnung ausstellen, dann geht das Geld trotzdem zu uns. Das ist das Praktische. Ja. Was? Das ist einfach denen nicht sagen. Warten Sie. Das wissen die nicht? Doch, das wissen die. Aber die Mandanten nicht. Ja, doch, die Anwälte kriegen von uns eine Grundsicherung. Ich glaube, die kriegen 400 Dollar die Stunde oder so. Das ist wirklich eine Grundsicherung. Und alles Weitere müssen die halt sich von dem Mandanten bezahlen lassen. Aber sie sollten keine Rechnung ausstellen, weil dann landet das bei uns auf dem Konto. Ja, immer nur Bares ist Wahres, wa? Ja, oder überweisen lassen geht ja auch. Na ja, klar. Wird, verstehe ich. Tja, jetzt dachte ich, kann ich hier große Verhandlungen aufmachen, aber sie verdienen alle kaum mehr als ich. Ja, also sie verdienen auf jeden Fall. Also ich verdiene gut, wirklich gut. Das kann man so sagen. Also im Vergleich mit dem PD waren wir erst weiter hinten, aber. Warum kriege ich denn kaum mehr aufs Konto? Ist hier politisches irgendwo? Kapital und so Verhandlungsgeschick haben wir das erhöhen können. Warum ist denn mein Konto so leer? Ich schlafe in meinem Auto, verdammte Scheiße. Ja. War ein teures Auto. Ne, ist ein Lincoln, ein alter Lincoln. Passt aber eine ganze Matratze hin. Haben sie zu viel in Döner investiert, oder? Naja, so ein Döner kostet schon mal 60 Dollar, war mit allem Menü. Ein Döner, komplett Feta mit Schaf, ein Ayran und zwei Baklava, 60 Dollar. Das reicht aber erstmal für ein paar Stunden, ne? Naja, je nachdem, wenn ich wieder Lust auf einen neuen Döner habe, ne? Herr Pearson. Hi, hier klingelt. Mr. McElroy. Dass die Verhandlung gestern ausgefallen ist, haben Sie mitbekommen, ne? Ja. Okay. Die Umstände kennen Sie auch. Ja, wurde mir irgendwas gesagt. Okay. Aber ich glaube, die Zeugen und so kamen nicht ran und die... Ja, es fing damit an, dass der Richter nicht da war. Ach so, ja, der König, ne? Ja. Die Angeklagten waren alle nicht da. Und die komplette Detective Unit war nicht zu erreichen. Und mein Hauptzeuge ist einen Tag vorher verstorben. Ja gut, aber gestern lief ja auch einiges nicht so, wie es sollte, ne? Ja, das stimmt schon. Scheiße, haben Sie Banner im Zeugenstand geladen? Scheiße. Bei einer Schlägerei, ja. Ey, haben wohl nochmal nachgetreten. Oder? Ich habe das im Wegfahren gesehen. Mann. Ich war am PD und bin weggefahren und habe gesehen, dass da gerade irgendwas anfängt. Und ich habe zum Antonov gesagt, oh, hoffentlich kommt da nichts. Und daraus resultierte dann die Geschichte. Aber die haben wohl den Täter, ne? Ja, ja. Ja, ja, der Täter ist bekannt. Waren wohl drei Leute involviert? Ja, zwei Leute haben auf einen anderen Polizisten eingeschlagen und er hat sozusagen auf den, der verstorben ist, eingeschlagen. Kannst du dir nicht vorstellen, was? Stehst du vor dem PD und dann pissen die an so eine Karre, ein Officer sagt was und dann bricht so eine Schlägerei aus. Ja, nicht unfassbar. Wegen so einer Kleinigkeit. Und dann Körperverletzung mit Todesfolge. Super. Können Sie sich noch an das Gespräch gestern mit Herrn Unger erinnern? Ja. Er rief mich gerade, ja, also was der Chief gesagt hat, ist alles so kompliziert und so aufwendig. Können wir das nicht anders machen? Nee. Ja, aber was ist denn daran aufwendig, dass ich ihm gesagt habe, er soll jetzt mit Mendoza sprechen? Ja, er will jetzt mit den Staatsanwälten noch sprechen, er erreicht nicht alle Anwälte, keine Ahnung. Das stellt sich ein bisschen an.